In diesem Video wird gezeigt, wie der Godex EZ6200 und 6300 Barcode-Drucker kalibriert werden. Das Kalibrieren ist für Etiketten und Barcode-Drucker äußerst wichtig, damit das Druckbild auf jedem Etikett richtig positioniert wird. Alle Godex-Drucker werden bereits werkseitig kalibriert, um ein perfektes Druckergebnis und die Formaterkennung für die gebräuchlichsten Etikettenmaterialien zu gewährleisten. Wenn Ihr Drucker jedoch beim Druck einzelne Etiketten überspringt oder das Druckbild nicht richtig auf den Etiketten positioniert ist, müssen Sie den Drucker erneut kalibrieren. Dies hier ist ein Godex EZ6200 Desktop-Drucker. Farbband und Etikettenmaterial wurden bereits richtig in den Drucker eingelegt. In der Godex Video Tutorials auf unserer Webseite finden Sie ein Video, in dem das ordnungsgemäße Einlegen von Farbband und Etikettenmaterial gezeigt wird. Überprüfen Sie zunächst, dass die Stromkabel richtig an den Drucker angeschlossen sind und die Stromzufuhr funktioniert. Wenn Sie den Drucker einschalten, sollte wie hier gezeigt das grüne LED-Lämpchen aufleuchten. Gut, die Stromzufuhr funktioniert also. Schalten Sie nun den Drucker aus, damit Sie ihn kalibrieren können. Um das Kalibrieren zu starten, drücken Sie die Pause-Taste und halten Sie sie gedrückt. Schalten Sie gleichzeitig den Drucker ein. Sobald in der LCD-Anzeige der Text Auto Sensing Mode erscheint, können Sie die Pause-Taste loslassen. Der Drucker startet nun den Kalibrierungsprozess. Das Etikettenmaterial wird über den Etikettensensor gezogen. Dabei werden die Höhe der Etiketten sowie der Abstand zwischen Etiketten ermittelt. Drücken Sie nach Ausdruck der Testseite einmal die Feed-Taste. Es sollte genau ein Etikett ausgegeben werden. Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals. Ist der Etikettenvorschub bei jedem Drücken der Feed-Taste richtig, so ist der Drucker nun ordnungsgemäß kalibriert und einsatzbereit. Wird nicht bei jedem Drücken der Feed-Taste genau ein Etikett ausgegeben, wiederholen Sie bitte die Kalibrierung. Ist auch eine zweite Kalibrierung nicht erfolgreich, wenden Sie sich bitte für technische Unterstützung an Ihren Godex-Händler oder direkt an Godex. Wir werden Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen, damit Ihr Drucker einwandfrei funktioniert. Danke, dass Sie sich dieses Godex-Video angeschaut haben. Mit Ihren Anregungen oder Fragen können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.